Wo ist Alex? Ich meine, das ist doch auch sein Zelt. Ja. Mann. Halt mal. Und jetzt? Ene, mene, mühelos. Rucksack wieder riesig groß. Ups. Ich liebe Campen so. Den ganzen Tag Sonne, machen, was man will. Von wegen. Unsere Lehrer haben schon voll das Geocaching-Programm geplant. Geocaching? Ja, moderne Schatzsuche. Und ich bin schon mit ganz kurz Alex mal zusammen. Und wir, also wir drei, wir sind auch schon in einem Team. Ja. Ja, da wollte ich noch was mit euch besprechen. Und zwar haben mich Urs und Köbi auch gerade gefragt, wegen des Geocachings. Und dann habe ich, also... Ja, seid doch jetzt mal ein bisschen locker. Oder habt ihr Angst, dass ihr es ohne Alex nicht drauf habt? Ja, das scheint ja wohl eher euch so zu gehen, nicht wahr? Baby, die Jungs kennen sich hier echt nicht aus. Also, ich fänd's echt angemessen, wegen Gastfreundschaft und so, oder? Ja, ja, total. Dann nehmen wir einfach François mit in unser Team. Super Idee. Also Jungs gegen Mädchen. Nee, Mädchen gegen Jungs. Mhm. Kein Problem. Ich bin auch da, offen. Graf Frankenstein. Was macht der hier? Vater? Es wird ja immer besser. Falco, du, ihr macht auch mit? Ja, LSG, NSG, Naturschutzgesetze. Als Besitzer dieses Waldes muss ich da natürlich ein Auge drauf haben. Und mit deinem Sohn und Freddy habe ich zwei hoffentlich tapfere Mitstreiter für uns Old Wilds rekrutiert. Wieso eigentlich Old Wilds? Erfahrung. Wirklich, Vater. Old Wilds. Findest du nicht auch, dass du ein bisschen zu alt bist für sowas? Bitte? Du, überschwängliche Begeisterung habe ich nicht erwartet, aber ein bisschen Freude, dass wir beiden mal wieder was zusammen unternehmen. Zusammen? Also, wenn du schon mitmachst, dann sind wir Konkurrenten. Konkurrenten? Krewinkel! Wir beantragen eine Wildcard! Bitte? Wildcard! Ach so! Was ist das? Das kriegen wir hin. Komm! Schau dir mal die Schlange an. Denkt ihr mal an die Natur? Jupp, wir gießen. Ihr seid Ferkel. Nö, wir sind fertig. Fertig! Los! Das Rennen beginnt live auf Kanal Falkenstein. Mein Name ist Schmackes und heute geht es um alles. Wer erreicht als erster den Ausgangspunkt? Hufe oder Räder? Ich bin für die Muskeltiere. Die sind genauso stark wie ich. Du und stark? Dass ich nicht lache. Bibi und Tina natürlich. Die sind unbesiegbar. Bitte wie quatschen. Lieber gucken. Los, Sabrina, komm, meine Süße. Die hängen locker ab. Alles ist gut. Warte, François. François, du musst dein Pferd auch ein bisschen anspornen, damit es rennt. Aber ich mache das so ungern. Oh nein, die Rotte. Merde.
los jetzt. Wuhu! Mit Kfz. Also, irgendwas stimmt mit meinen Händen nicht. Ja! Ja. Oh Mann, ja. Hey, Spinner! Spinnst du? Du bist der Allercoolste, oder? Yep. Ja. Ey, nutz deine Informationen, wir sind auch eine Runde weiter. Ja, hab ich schon gehört. Ihr habt euch ja auch von diesem creepy Hippie den Weg zu diesem komischen Auto zeigen lassen. Typisch Mädchen eigentlich. Jungs die Arbeit machen lassen, ha? Tja, wir können halt mal eine Frage stellen im Gegensatz zu euch. Kein Wunder. Ein Mann, ein Wort. Eine Frau, ein Wörterbuch. Oh, das waren aber schon 10 Wörter, weißt du, oder? Oh, rechnen kann sie also auch noch. Oder war das wieder weibliche Intuition? Oh, so schlagfertig seid ihr dann wohl doch nicht, ha? Ene, Mene, Sachsen. Grashalm, du sollst wachsen. Mist. Guten Morgen. Klappt immer noch nicht was? Nee. Schau mal, bei dem ist doch auch wieder alles in Ordnung. Das wird schon. Hey, Alex! Oder auch nicht. Du, ich glaube, das ist nicht nur wegen gestern. Der ist eifersüchtig auf François. Glaub mir. Stopp, stopp! Hex! Nun, was treibt euch in unseren Walde? Ja, wir suchen die folgenden Orte. Kennen Sie davon einen? Aha, die findet ihr nicht? Nee. Ihr treibt hier irgendwelche Spielchen und du willst wieder unbedingt gewinnen, gewinnen, gewinnen. Und wenn es gar nicht anders geht, Hex. Sie sind wohl jetzt der beste gute Mensch von allen, oder was? Ja, ich bin aus dem Gefängnis entlassen worden und dank meiner Oma bin ich ein anderer Mensch. Ja, vollkommen. Wie umgewandelt. Oma kommt nicht ins Heim. Nein, ich komme nicht ins Heim. Bibi. Ja, ich glaube nicht, dass Sie sich verändert haben. Oh doch, ich werde es dir beweisen. Ich werde euch zeigen, wo das hier ist.